Wenn's klappt, dann hätte ich total gerne ein Ladengeschäft dazu. Und damit hallo zu einem neuen Vlog. Und wow, ich war ja ein bisschen überrascht, wie gut kam denn mein Themenvorschlag aus dem letzten Video an. Also zumindest laut den Kommentaren besteht da Interesse, etwas mehr von meiner Selbstständigkeit bzw. meinem Unternehmertum zu erfahren und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was hier so abgeht, über was man sich Gedanken machen kann, muss. Und ja, damit starte ich jetzt mal in diesem Vlog und ihr könnt mich ein bisschen bei meiner Arbeit begleiten. Was ganz praktisch ist, denn ich hatte manchmal Wochen, wo ich eben nur hier in meinem Arbeitszimmer gewerkelt habe oder an irgendwas gearbeitet habe oder mir irgendwas ausgedacht habe, irgendwas Neues oder irgendwas optimiert habe. Und in der Woche ist halt sonst nichts passiert und da fällt es dann schon immer ein bisschen schwer, den Alltag zu filmen. So ein Sonntagsvideo ging ja bei uns immer hauptsächlich so ums Haus und was sich hier verändert hat. Und das ging halt einfach manchmal nicht, weil nichts passiert ist in dieser Baustelle. Aber hier im Arbeitszimmer passiert immer richtig viel. Und das Erste, was ich machen muss, ist... Ja, und man hat es im letzten Video auch schon im Hintergrund gesehen, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich muss hier so dringend aufräumen. Denn ich habe die letzten Tage Leine gemacht und da türmt sich immer all das Leinezubehör, was ich dafür brauche. Und jetzt muss ich Haarbänder machen. Da liegt schon so ein bisschen was ich gleich brauche. Und dafür brauche ich andere Sachen und ich habe nur einen Tisch. Das heißt, ich muss ständig die Arbeitsmaterialien hin und her räumen. Richtig toll finde ich übrigens das hier. Das ist nämlich keine Standardverpackungsgröße bei uns. Denn eine Kundin hat für einen Hundegeburtstag bestellt. Also sowas hatte ich auch noch nicht. Hier ein paar Leinen. Die ist übrigens jetzt neu bei uns im Shop. Mit dieser zweifarbigen Takelung. Die macht echt richtig gute Laune. Und ist, glaube ich, jetzt für die tristen Tage gar nicht so eine schlechte Abwechslung. Hier mit den messingfarbenen Karabinern. Und zwei Haarbänder hat sie noch dazu bestellt. Die werde ich gleich nochmal verpacken und frankieren und dann bringen wir die heute auf jeden Fall noch zur Post, dass die auch pünktlich kommen zum Hundegeburtstag. Echt eine süße Idee. Habe ich so auch noch nicht gehört. Wie man sieht, habe ich mich noch ein bisschen mit Verpackung beschäftigt, bin da aber noch nicht durch. Habe mir hier so ein Transparentpapier gekauft, aber ich habe keine Ahnung, wie man das schön macht, dass das ordentlich und hübsch aussieht. Also ja klar, kann ich das jetzt hier zusammenkleben, aber wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Da muss ich mir vielleicht noch mal ein paar Falltechniken anschauen. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Wenn ihr schon ein Paket so bekommen habt, habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen gelacht. Aber ich finde es trotzdem ganz süß und Aufkleber habe ich auch noch. Wenn das hier zu Ende verpackt ist, zeige ich euch das nochmal. Aber bezüglich Arbeitszimmer und man muss ständig aufräumen und mein Arbeitszimmer ist ja nicht nur mein Arbeitszimmer, sondern ich schlafe im Moment auch hier und lebe hier. Eigentlich passiert hier alles. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde das jetzt ändern. Ich werde mir ein Büro suchen. Denn ich arbeite jetzt, ich glaube, 10 Jahre fast, plus minus, im Homeoffice und es nervt mich mittlerweile. Ich kriege mich super schlecht motiviert, gerade tagsüber passiert meistens gar nichts. Da mache ich irgendwelche anderen Sachen, räume auf, putze, alles, bloß nicht arbeiten und kriege mich dann erst so ab 16, manchmal erst 18 Uhr motiviert loszulegen und arbeite dementsprechend dann auch extrem lang, so bis um 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, ich hatte auch schon 6 Uhr nachts. Das ist irgendwie kein Zustand mehr. Das würde ich gern ändern. Ich will ein Büro haben, wo ich hinfahren kann, um zu arbeiten. Klar werde ich manchmal hier auch zu Hause arbeiten, oft wahrscheinlich. Aber so die Hauptsachen möchte ich gerne im Büro machen. Auch was so Materiallager angeht, wenn ich mich hier so umgucke, es platzt aus allen Nähten. Jetzt habe ich für die Haarbänder noch mehr Stoff. Hier, also da kann ich ja nicht nur einen Meter kaufen, ne? Sollten ja schon irgendwie 10 sein und das türmt sich halt irgendwie. Und ich habe hier einfach keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu lagern. Und man will in seinem Wohnzimmer oder da, wo man lebt, halt auch kein Lager haben, oder? Deswegen mache ich das jetzt so. Ich suche mir ein Büro. Schon geguckt. Gibt coole Sachen auf jeden Fall. Ja, ist überall Leerstand, ne? Wenn es klappt, dann hätte ich total gerne ein Ladengeschäft dazu. Also ich weiß, da werde ich nicht viel verkaufen und Laufkundschaft werde ich da auch nicht haben, aber es war schon immer mein Traum, ein Lädchen zu haben. Und das wäre cool. Also wenn es nicht allzu teuer ist, würde ich das gerne noch dazu nehmen, aber Platz 1 auf jeden Fall ein Lagerraum und ein Arbeitsraum, der schön ist, ne? Wo ich wirklich gut verstauen kann, wo ich mir schöne Filmecken und Produktionsecken bauen kann, denn hier kommt immer alles durcheinander, privat, trifft auf Hundezeug, trifft auf Arbeit und das funktioniert einfach nicht. Deswegen filme ich hier drin übrigens auch immer so ungern und so wenig mittlerweile, weil ich es ganz schlimm finde, super unordentlich. Echt, ich finde das richtig, richtig schlimm. Und das will man auch niemandem zeigen. Aber ich werde halt der Sache hier nicht Herr. Ich habe zu wenig Schränke. Aber jetzt hier noch mehr Schränke reinzustellen, ne, ist auch
ich weiß es nicht. Kann ja auch nicht alles mit Schränken vollstellen und hier aus dem Lager machen. Ist halt immer noch eine Wohnung und kein Büro. Und das werden wir jetzt ändern. Und ich bin schon total aufgeregt. Wir werden, glaube ich, diese Woche nochmal in die Stadt fahren. Also Aschersleben und Quedlinburg schweben mir da so vor. Und mal so durch die Straßen gehen, weil im Internet fast nichts zu finden ist. Aber ich weiß. Und wir haben uns schon vor, ich glaube, fast einem halben Jahr in Aschersleben in so ein Objekt verliebt. Mit einem Lädchen. Da muss man dann nur gucken, ob hinten genug Büromöglichkeiten sind. Und nein, dieser Laden soll nicht 6 Tage die Woche offen haben. Wahrscheinlich nur 1 oder 2 Tage, dass der dann normale Öffnungszeiten hat. Da kann man sich dann Hundeleien anschauen und was ich da mache. Und vielleicht Nähanleitungen mitnehmen, vielleicht ein bisschen Stoff, Zubehör, irgendwas. Ich weiß es noch nicht genau. Haben da natürlich und alles, was noch so dazu kommt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und habe mega Bock drauf. Aber wenn es nur ein Büro ist und wir keine Ladenfläche dazu bekommen, mache ich vielleicht einmal im Monat so einen Tag, wo man mich besuchen kann. Wie findet ihr das? Ich fände es mega cool. Das ist auf jeden Fall Schritt 1 so für mein Unternehmen, was ich jetzt unbedingt ändern möchte und muss. Büro. Unbedingt. Auch, dass ich immer rauskomme. Ne? Als wir noch in Halberstadt gewohnt haben und Cottbus, war das alles nicht so schlimm. Da habe ich, aber ich so rausgegangen bin mit den Hunden, genug andere Leute getroffen. Hier auf dem Dorf. Mir fehlen soziale Kontakte total. Ich merke das jetzt so nach einem Jahr. Sehr. Ich bin eigentlich nicht so der Quatschi-Typ, ne? Aber so ein paar soziale Kontakte brauche selbst ich. Da oben fährt jetzt jemand mit dem Fahrrad lang. Das finde ich total faszinierend, weil hier niemand vorbeikommt meistens. Ja, freue ich mich drauf. Kann ich in der Stadt arbeiten, finde ich super. Ja, das ist so Schritt 1, was sich ändern wird. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall auch, soweit es geht, mit. Also bei der Besichtigung der Büros oder Ladengeschäfte. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das findet. Also ich bin mega aufgeregt und freue mich total, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ich bin echt mega gespannt und super zuversichtlich eigentlich. Und das ist auch keine spontane Idee oder so. Die habe ich schon ein bisschen länger, aber ich nehme sie jetzt endlich in Angriff. Ich will nämlich mal ein bisschen in mich investieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und ich fange damit an. Und es kommen auf jeden Fall noch weitere wichtige Dinge, die sich grundlegend ändern und vielleicht auch für euch eine Chance bieten. Bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, aufräumen. Ja, und dann, was ich gerade noch tüftle, sind passende Loopschals zu den Haarbändern. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das findet. Ich tüftle ja gerade noch so ein bisschen an, wie breit soll das sein, wie lang müssen die sein, dass die gut liegen. Aber ich fände schon echt süß, so als Set. Naja, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt diese Woche auf jeden Fall noch ausprobieren will. Ich mach mal ohne euch weiter und seht ihr gleich das Endergebnis und dann nähen wir mal ein bisschen. Es sei denn, Daniel steht früher auf und bringt mir nämlich schon mal Pakete weg. Mal schauen. Naja, so gut wie es eben geht. Die Jungs fanden das mega interessant, vor allen Dingen Bruno. Also wenn ich räume, ist der immer mit dabei. Ja, es könnte schöner sein, aber zumindest ist der Arbeitsplatz frei, dass ich jetzt dazu schneiden und nähen kann. Aber da es jetzt schon so spät ist, es ist jetzt schon 4:30, werde ich, glaube ich, erstmal das verpacken, was schon fertig ist, damit es heute auf die Reise geht, damit es dann eventuell morgen oder übermorgen spätestens bei den Kunden ist. Denn bevor es dunkel wird, 4:30, ja, in einer halben Stunde sollte ich mich wohl nochmal mit den Hunden auf eine Runde begeben. Ja, im Dunkeln gehe ich nicht so gerne. Deswegen versuche ich immer nochmal so in der Halbdämmerung, bis es dunkel ist, nochmal so eine halbe Stunde auf jeden Fall mit denen zu machen. Heute früh waren wir schon eine Stunde richtig schön, wieder unsere Forsthausrunde. Halb Wald, halb Feld, mag ich total gerne. Und jetzt würde ich einfach nur oben dann über die Wiese gehen. Aber ich werde jetzt erst nochmal schnell gucken, dass ich so viel wie möglich verpackt bekomme. Achso, ich wollte euch ja noch so ein bisschen Verpackungsmaterial zeigen. Denn für die Leinen und Halsbänder habe ich ja bereits schon große Pappschachteln. Moment. Und zwar sind das die hier, und ich muss euch sagen, Verpackungen zu finden, wo das Produkt gut reinpasst und die dann auch zum Beispiel als Maxi-Brief noch gelten, ist gar nicht so einfach.
Wir können ja mal einfalten. Das Problem hier ist halt, dass der Karton eine Höhe von 2 cm hat und das alles so ein bisschen wabbelig ist. Das ist echt ein bisschen nervig. Also mal gucken, können wir mal die Zeit stoppen, wie lange ich jetzt brauche. Und dann braucht man am besten noch eine Hand mehr und manchmal geht der Karton dabei auch kaputt. Ja, und so stehe ich dann hier für 30 Kartons. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß da meine Freude ist. Und da muss ich mich dabei auch noch konzentrieren und kann nicht reden. Ist ja auch nicht schlecht. Oje. Naja, und dann sitzt er immer nicht so gut, dass ich ihn am Ende dann doch zukleben muss. Und das finde ich immer nicht ganz so schön. Oje, immer noch nicht fertig. So, jetzt habe ich es so weit, dass ich jetzt nur noch vorne diese Laschen hier reinstecken musste. An sich finde ich den Karton super süß. Ne? Guckt mal, 2 cm ist der hoch. Da passen genau 3 Haarbänder rein. Mehr geht nicht. Wenn ihr mehr bestellt, kriegt ihr einen größeren Karton. Die meisten bestellen aber 3. Nee, nicht 3. Die meisten, also die wenigsten bestellen 3, aber maximal 3 bis jetzt. Und ich habe diese super, super, super süßen Aufkleber gekauft. Ich liebe sie. Nee, Verpackung ist mir echt total wichtig. So sind zum Beispiel auch, wenn ihr Hundeleinen bestellt, immer Leckerlis mit dabei. Ich finde, das ist ein Must-Have, wenn man irgendwas für den Hund bestellt. Ich weiß noch damals, wenn ich Geschirre bestellt habe oder egal was, war ich immer super traurig, wenn da nichts für damals noch Jimmy und Klaus drin war. Da war ich immer ein bisschen sauer. Deswegen, nee, das gibt's bei mir auf jeden Fall was zum Knabbern fürs Hundilein. Wenn ihr, natürlich nur, wenn ihr Hundeprodukte bestellt. Ich glaube nicht, dass ihr erwartet, wenn ihr Haarbänder bestellt, da einen Hundekeks dabei zu haben. Oder? Wollt ihr das auch haben? Nein, oder? Das passt nämlich auch nicht rein, würde gar nicht gehen. Nee, und dafür hatte ich mir nämlich auch schon süße Verpackungen ausgesucht. Na, jetzt habe ich keine vorbereitet. Muss ich noch mal schnell ein Paket öffnen, um euch das zu zeigen. Wie blöd. Ey, und kaum sage ich Hundeleckerli, kommen ja die Hunde schon wieder angetrappelt. Oje. Okay. Aber ich glaube, viele von euch haben die schon gesehen, oder? Da habe ich ja schon oft gezeigt, wie ich die mal vorbereite. Hier sind immer, ja, kommt immer drauf an, was ich so da habe. Immer unterschiedliche Leckerlis drin, also das ist jedenfalls immer eine Überraschung. Und ich finde es echt süß und finde ich, gehört bei einem Hundeprodukt auf jeden Fall dazu. Naja, und was ich mir natürlich erhoffe dabei, je süßer ich das gestalte, desto größer ist hoffentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein tolles Auspackerlebnis habt und das vielleicht auch auf den sozialen Medien zeigt. Das wäre natürlich für mich die allerbeste Werbung und auch kostenfreie Werbung. Und deswegen versuche ich mir da ein bisschen Mühe zu geben. Natürlich auch, damit ihr euch freut, wenn ihr das auspackt. Aber Hintergedanke auch nochmal der, wie gesagt, wenn ihr bei Unternehmen bestellt und da vor allen Dingen bei kleinen Unternehmen, wenn die sich Mühe geben oder ihr die Produkte toll findet, dann erwähnt das ruhig mal auf euren Social-Media-Kanälen. Ihr habt ja mittlerweile fast alle Instagram. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber und es ist halt super hilfreich für uns kleine Unternehmen, weil wir es manchmal schon echt sehr, sehr schwierig haben. Und deswegen ist mir das wichtig, so ein süßer Aufkleber. Und wenn man es dann öffnet, hat man hier so ein bisschen Firlefanz noch mit dabei. Und diese Boxen. Hier diese Dankeskarte, an der muss ich echt noch arbeiten. Mit der bin ich gar nicht zufrieden, aber gut. Das mache ich nochmal jetzt demnächst, dass die auch ein bisschen schöner ist und stimmiger ist. So, können wir das zumachen und dann gehst du auf die Reise. Und ich hoffe, die Kundin freut sich. Ich habe mich nämlich mega beeilt, damit das noch rechtzeitig zum Hundegeburtstag da ist. Und hätte ich gehabt, hätte ich hier echt noch ein bisschen Konfetti reingemacht. Habe ich aber leider nicht. Schade. Bohne, das ist nicht für dich. Na gut, ich falte jetzt hiervon mal so 10, 20, auf wie viel habe ich Lust? 10. Und verpackt dann mal. Ja, wie gesagt, für sowas auch manchmal Hilfe zu haben, wäre ganz cool. Dazu erzähle ich euch aber im nächsten Video was zu. Vielleicht mal Hilfe annehmen. Hm? Okay, Lieblingsbeschäftigung und Start. Das ist so ein Mist. Mann. Nee, bei den Kartons, ich muss noch mal gucken, ob ich nicht andere finde. Aber ich verschicke immer so gerne, so günstig wie möglich an euch.
Und da dürfen die Kartons nun mal maximal 2 cm hoch sein. So kann ich die euch für 2 Euro anbieten, sonst wären wir bei 3 Euro. Ich weiß nicht. Und das ist halt... Nee, ich guck noch mal, wie man das machen kann. Ich finde Versandtaschen halt nicht so schön, ne? Die könnte man sonst natürlich jetzt super benutzen. Machen aber, weiß ich nicht, nicht so viel her. Oder gibt es Versandtaschen, die so ein bisschen bulkiger sind? Vielleicht gucke ich mal nach sowas, ob es sowas in die Richtung nicht auch noch gibt. So, ich habe jetzt schon 2. Ich glaube, vielleicht wird man auch immer schneller, je öfter man das macht. Vielleicht müsste ich meinen ganzen Stapel A100 Stück mal einmal durcharbeiten. Oh Gott, ja, aber das ist so Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Daniel sagt immer, das ist doch gar nicht deine Aufgabe. Du sollst doch kreativ sein und es bewerben und dir neue Produkte ausdenken und nicht hier Kartons falten. Ja, schon, aber gerade ist das noch so. Und manchmal macht mir das auch total Spaß, aber eben nicht, wenn diese Kartons sich so blöd falten lassen. Dann eher nicht. Aber sonst bin ich manchmal schon dabei, so bei stupiden Arbeiten. Ne? Hatte ich euch ja schon mal erzählt beim Unkrautjäten, dass ich da echt mega Spaß dran habe. Kann man gut nachdenken. Oder auch nicht, ne? Also gut nachdenken über wichtige Themen oder auch einfach so die Gedanken komplett schweifen lassen. Und solche stupiden Aufgaben sind auch suchbar, um mit euch mal zu quatschen, stelle ich gerade fest. Da sprudelt es ja nur so aus mir raus. Ja, ich mache die jetzt noch fertig, dann verpacke ich so viel wie geht, schnapp mir die Hunde, gehe eine Runde und weck dann mal Daniel. Der schläft nämlich noch. Der hat nämlich Nachtschicht gehabt. Und war um 8 zu Hause, ist vielleicht um 9 ins Bett gegangen, jetzt ist um 4. 7 Stunden? Kann man ihn da schon wecken? Nee, noch nicht, ne? Nee, ich gehe ja eh noch mal mit den Hunden. Aber wieso ist denn um 4 und draußen noch hell? War nicht sonst um 4 schon dunkel? Um 4 ist heute Pumme. Nee, um 5 ist dunkel, ne? Ja, keine Ahnung, warum ich im Moment so, so durcheinander komme. Naja, letzter. Muss reichen. Naja, zu 12 Kartons konnte ich mich motivieren und jetzt liegt hier schon mal alles so vorbereitet zum Verpacken. Da ist schon das erste verpackt, die Dankesaufkleber, dann Briefmarken, die drucke ich mir nämlich mittlerweile zu Hause aus, dann kann ich die draufkleben und es dauert bei der Post nicht so lange, beziehungsweise kann ich die Größe ja sogar in den Briefkasten schmeißen. Das ist echt Gold wert, dass ich dafür nicht immer extra losfahren muss. Und ich habe gerade gesehen, ich hatte irgendwann schon mal so angefangen, so eine Dankeskarten zum Ausdrucken zu machen, dass ich dann nur noch unterschreiben muss. Gefällt mir aber auch nicht. Also ich benutze die jetzt erstmal und mache die alle also hinten immer mit so einem hübschen Papier. Lass mir dafür aber nochmal was anderes einfallen, dass das echt ein bisschen gestalteter ist. Gut, da werde ich mich jetzt gleich nochmal weiter drum kümmern, aber wenn man rausschaut, naja gut, die Kamera regelt immer so ein bisschen dagegen, ne? Dann sieht man, dass es dunkel wird und ich werde mir jetzt doch nochmal die Hunde schnappen und mit denen gehen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit. Wie spät haben wir es jetzt? Ja, es ist jetzt 16:30 und die beiden drängeln schon ein bisschen. Das ist schon ihre Zeit. Eine Runde über die Wiese, dann gibt es nochmal ein bisschen Futter. Sehr schön, Bruno. Wir gehen nämlich immer nur dann los, wenn es hier auch ruhig ist und nicht bei so einem Theater. Ja, und dann geht es gleich mit Verpacken weiter. Ich denke mal, das waren jetzt erstmal genug Informationen für dieses erste Video. Wenn ihr Bock drauf habt und uns begleiten wollt bei der Büro- bzw. ja vielleicht doch Geschäftssuche und beim Einrichten, dann abonniert unbedingt diesen Kanal und drückt die Glocke. Wir werden nämlich gerne mal nicht vorgeschlagen. Stellt gerne Fragen, falls ihr irgendwas wissen möchtet zu diesem Thema. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wie es bei mir mit der Selbstständigkeit losging und wie ich dann zur Unternehmensgründung gekommen bin. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss!